Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen heute wieder zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Dragon. Ja, erstmal schön, dass ihr heute wieder alle hier so zahlreich erschienen seid, liebe Leute. Und ich hoffe mal, euch geht's gut, so wie mir, meine Damen und Herren. So, wir haben ja in der... Alter, oh nein, dieses Gesicht da oben. Wir haben ja in der letzten Folge auf jeden Fall sehr, sehr viele produktive Sachen gemacht mit dem guten alten Paul, der da oben irgendwie rumsteht. Ich weiß auch nicht, was mit Paul los ist. Was geht ab, Paul? High five, komm her. High five, Paul. Was geht, was geht, was geht, Homie? Du hast ja in der letzten Folge, das muss ich jetzt mal kurz zeigen, du hast so dummerweise in der letzten Folge hier das Bild hingehangen von deiner Mama. Das ist so cool, ey, ohne Mist. Aber du könntest das auch vielleicht bei dir oben irgendwie in deine Wohnung machen oder sowas. Ist egal, komm, dann lassen wir einfach mal das Bild hier von deiner Mom. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung, ne, lieber Paul. Ich finde das mega cool, dass er seine Mutter hier irgendwie nochmal ein bisschen verewigt hat in der Wohnung und sowas. Naja, wie dem auch sei, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe heute ein paar Dinge hier mit euch zusammen vor. Unter anderem wollte ich mit euch gleich erstmal vorne zum Shop gehen, weil sich da einige Leute wieder beschwert haben und haben gemeint, Lars, du kannst doch nicht einfach den Shop von Flo austricksen. Das ist so böse von dir. Ja, Leute, das ist wirklich ein bisschen böse gewesen, aber es ist in Ordnung. Flo hat sich jetzt auch nicht irgendwie großartig beschwert oder sowas. Ja, Flo hat das selbst irgendwie lustig gefunden, weil er nämlich gemeint hatte zu mir, hä, Lars, wie kannst du denn da Eier reinschmeißen und da kommt dann trotzdem XP raus? Wir haben halt diesen Hack herausgefunden, Leute. Es gab halt einige Leute, die sich da ein bisschen beschwert haben, haben gesagt, das ist irgendwie Cheaten oder sowas in der Art. Aber ist jetzt alles noch, alles in senkrechter Ordnung, Leute. Nicht aufregen, das ist alles ganz locker flockig in dem Projekt, weil wenn irgendwas einen anderen stört oder sowas in der Art, dann besprechen wir das und sagen dann, hey, das hat mir nicht so gut gefallen oder sowas. Und das war jetzt nicht so. Flo hat sich selbst kaputt gelacht, weil er nämlich gemerkt hat, so dass er ein bisschen Mist gebaut hat mit seinem Dingsbums, dass man das halt austricksen kann mit seinem Shop. Wie dem auch sei, Leute, ich bin ein bisschen am überlegen, was wir hier so auf den Inseln machen können. Haben ja auch einige Leute wieder in die Kommentare geschrieben, was wir da eventuell hinbauen können oder sowas in der Art. Natürlich, ja. Ich habe mir natürlich einige Kommentare durchgelesen. Da meinten einige, Lars, bau doch dort hinten einfach eine riesengroße Burg hin. Ich glaube, das habe ich letzte Folge auch schon mal gesagt, aber ich muss es jetzt, man kann es gar nicht oft genug sagen, Leute, da hinten kommt halt irgendwie so eine Art große Burg hin. Aber das denke ich mal, werde ich alles so in den Livestreams machen. Hier werde ich dann natürlich auch irgendwie so nochmal ein komplettes Dach drauf bauen oder sowas in der Art. Aber das kommt alles erstmal in der fernen Zukunft. Nicht in der Minecraft-Zukunft, sondern in der fernen Zukunft. Zukunft, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber Minecraft-Zukunft ist auch ein sehr, sehr tolles Projekt. So nebenbei. Ganz mal so nebenbei am Rande, Leute. Okay. Ich habe in der letzten Folge hier mit diesen coolen Hangglider gecraftet. Und ihr seht auch schon, was ich hier heute diese Folge vorhabe. Nämlich einen Switchbow zu machen, Leute. Was ein Switchbow ist, werdet ihr dann später sehen. Bleibt auf jeden Fall noch bis zum Ende der Folge dran. Und hier habe ich schon einen normalen Bow gemacht, hier mit Power 1 und sowas. Habe ich auch meine kompletten Rüstungen enchanted, etc. pp, meine Damen und Herren. Dieser Hangglider kann ich euch auch nochmal gleich zeigen, was das macht. Und ich habe meinen Diamond Sword, das kann ich auch mal kurz zeigen, Leute. Schaut mal meinen Diamond Sword an. Seht ihr das? Das leuchtet so ein bisschen rot. Ich muss das jetzt nochmal kurz zeigen. Paul, siehst du meinen Diamond Sword? Das ist richtig cool, Mann. Das ist irgendwie so, das glitzert so rot oder sowas in der Art. Habe ich gedacht, das sieht irgendwie so blutig böse oder sowas in der Art. Sieht das halt irgendwie aus. Finde ich auf jeden Fall echt eine coole Sache. Gut, bevor ich jetzt wieder hier so viel Zeit verplemper, Leute, und unproduktiv bin, wollte ich jetzt, aua, erst mir mal kurz den Fuß brechen hier beim Runterfallen. Nee, Quatsch, wollte ich natürlich erstmal hier vorne hingehen auf diesen Turm, den ich dann nämlich mal vor längerer Zeit mal hingebaut habe, der aber irgendwie nie so richtig benutzt würde. Aber ich weiß jetzt genau, für was ich diesen Turm benutzen werde, und zwar wird das unser Hangglider, wie nenne ich das denn, unser Hangglider-Abschussrampe? Kann man das so nennen, Hangglider-Abschussrampe? Ich weiß nicht ganz genau, es klingt auch ein bisschen komisch, aber es ist im Prinzip eine Hangglider-Abschussrampe, Leute. Also wir klettern jetzt einfach mal kurz hier hoch. Dann zeige ich euch ungefähr, was ich damit meine, ne? Also, hier oben haben wir ja einfach diesen Aussichtsturm, ne, der hier irgendwie so ein bisschen dafür sorgen sollte, dass hier keiner irgendwie in die Nähe von unserem Zaun kommt und so weiter und so fort, ja. Was ich übrigens auch noch machen muss, weil wir jetzt gerade schon dabei sind, bevor ich das jetzt wieder vergesse, weil ich vergesse es nämlich sehr, sehr gerne. Wir haben ja in der letzten Folge, ich glaube, 9 Chunks waren es und die dürfen wir uns jetzt nämlich claimen. Und zwar claimen wir uns 1, 2, obwohl, das hier nicht, 1, 2, 3, 4, 5, waren es 9 Chunks? 6, 7, 8, 9. Ich glaube, das ist richtig so, oder? 9 Stück. Und ich glaube, wir brauchen sogar 10 Stück, um uns nochmal 9 zu claimen. Leute, es tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe nur im Hinterkopf gehabt, dass es 9 Stück waren, die wir uns claimen durften. Ich bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher. Warte, ich schau mal kurz nach. Ja, es war doch richtig, Leute. Also wir durften uns genau 9 Chunks claimen. Ich habe jetzt nochmal genauer nachgeguckt. Nicht, dass ich da irgendwie wieder was Falsches mache, weil ihr wisst, Leute, ich bin ein Dussel. Ja, ihr wisst Bescheid. Ich bin mega der Dussel. Und jetzt hab ich hier was Cooles gemacht, Leute. Das ist nämlich die Hangglider-Abschussrampe, nennen wir das mal. Paul, du brauchst nämlich auch einen coolen Hangglider. Ich weiß nicht, ob du irgendwie, kannst du einen Hangglider dir anziehen oder sowas? Ich weiß nicht, ob das geht, weil du bist nämlich nur so ein dünner Besenstiel oder sowas. Keine Ahnung, ob das klappt. Aber hier habe ich mir gedacht, dass wir uns einfach hier mit dem Hangglider dann so hier runterspringen und dann zack, setzen wir uns auf den Hangglider oder legen uns
uns in den Hanglider rein und dann können wir einfach ganz easy, wir brauchen auch eigentlich gar kein Pferd mehr, Leute, weil wir können uns ja einfach mit dem Hanglider hier vorne hin, nämlich zu unseren Dingsbums hier bringen, nämlich hier zu unserem Kopf, Leute. Und hier ist auch nämlich der Shop aus der letzten Folge. Moment, hier können wir so ein bisschen runter, nochmal ein bisschen runter, zack, 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 so, einmal hier hin. Und ich dachte mir einfach, dass wir jetzt in dieser Folge einfach das Ganze ausgleichen, weil ich nämlich in der letzten Folge ein bisschen arschig war, Leute, und es tut mir auch leid, dass sich da einige drüber aufgeregt haben und sowas. Es tut mir leid, Leute, aber ich habe mir gedacht, so, okay, wir können jetzt eigentlich mal hier wieder ein paar Emeralds reinwerfen, damit sich der Flo ein bisschen freut. Da machen wir einmal zack. Geh mal da weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du musst da weggehen, sonst kriegst du nämlich die Dingsbums, die ganzen XP. So, nein, Moment, wir müssen es jetzt mal hier ein bisschen richtig machen. So, dann schmeißen wir jetzt einfach mal so ein paar Stück rein. Dann müssen die eigentlich zwei. Kommt da noch ein bisschen was raus? So, wie viele waren das jetzt? Zwei Stück. Oh oh. Nochmal ein. So. Oh, du hast ihn aufgehoben. Okay, danke schön. Kommt da noch was? Ich glaube, das dauert ein kleines bisschen, bis da was rauskommt, oder? Ist der Shop schon leer gekauft? Als ob der Shop jetzt schon leer gekauft. Ah, da ist er doch. Okay, okay, verstehe. Kann man nicht dann nochmal ein paar mehr? Hä, wieso kriege ich denn nicht die ganze... Wieso kriege ich denn nicht als einen raus? Ich kriege irgendwie nur... Ah, man kriegt bei zwei Emeralds, oder? Kriege ich hier jetzt auch nochmal einen? Ich glaube nur bei zwei Emeralds, wenn du zwei Stück reinwirfst. Oh Mann, okay, gut, okay, kann ich verstehen. Es ist schon ein bisschen teuer, aber es ist in Ordnung. Aber dafür kriegen wir halt richtig, richtig viele XP, Leute. Das ist mega nice, Alter. Das ist wirklich richtig cool. So kannst du halt richtig easy Level farmen, indem du halt einfach dir ganz... Guck mal, Paul, ich bin jetzt Level 30. Nur weil ich einfach mal ein paar Emeralds gesammelt habe so in der letzten Zeit. Cooles Ding auf jeden Fall. Echt dickes Dankeschön dann nochmal an Flo. Und, genau, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu dem Teil, auf den sich jeder hier gefreut hat, meine Damen und Herren. Nämlich wollte ich jetzt erstmal hier vorne nochmal, Moment, ich gehe jetzt mal kurz nach Hause, weil ich kann jetzt nämlich nicht mich schlecht irgendwie nach Hause porten. Moment, das kann ich mal kurz zeigen, was ich hier machen wollte. Nämlich, wo ist die Quest, wo ist die Quest? Alter, töte 50 Spinnen und ich kriege dafür einen Punkt. Das ist so dumm. Warum kriege ich denn nur einen Punkt dafür? Das ist irgendwie so voll wenig. Egal. Das hier ist auch ganz schön schwer. Rüste deinen Harnisch auf Schutz 3 oder Schutz 4 auf. Dafür gibt es drei Punkte und dann gibt es hier Crafty ein Switchbow und drei neue Pfeilarten. Also wir haben ja schon in dem letzten Zeitalter, haben wir sogar, glaube ich, schon mal Dingsbums hier gehabt, so ein paar neue Pfeilarten oder sowas in der Art. Kann ich nicht eigentlich hier, wenn ich mich hier so hochkletter oder sowas in der Art, Moment, das kann ich mal probieren, ob das Ganze hier funktioniert, hier da Dingen. Oh, oder du kannst mich natürlich auch gerne nach Hause porten, so geht das natürlich auch. Ich wäre jetzt aber auch irgendwie geflogen, aber ich habe so Bock mit diesem Ding hier zu fliegen, das ist so cool, Leute. Das ist so mega. Schaffe ich das von hier nach da drüben? Ich glaube schon, oder? Zack. Oh yeah, da ist mein hässliches Gesicht und dann fliege ich hier rüber und das hier habe ich auch übrigens repariert für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Schaut auf jeden Fall nochmal die letzten Folgen Minecraft Dragon an, da gibt es auf jeden Fall nochmal ein paar Dinge für die Leute, die es jetzt verpasst haben oder für die Leute, die jetzt hier neu auf dem Kanal sind, könnt ihr auch gerne nochmal abonnieren und so weiter und so fort. Wenn wir schon dabei sind, kann man natürlich auch gerade abfrühstücken, ne? Wie dem auch sei, ich wollte jetzt eigentlich diesen Switch Barrel craften, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie der funktioniert hat. Ich glaube, man braucht dafür ein Eye of Ender, genau so war das nämlich und da könnte ich theoretischerweise ganz easy dieses Dingsbums hier craften, indem ich einfach mal hier hingehe, mache dann hier das Ding in hier so rein, dann mache ich das da dazu, dann kriegen wir hier so ein Eye of Ender, ganz easy geht das hier. Eine Yellow Rune hebe ich mir auch auf, weil ich nämlich diesen Eye of Ender irgendwie in Gelb, beziehungsweise diesen Switchbow will ich irgendwie in Gelb machen oder sowas in der Art, deswegen habe ich mir auch eben nochmal ein paar Levels geholt, das wäre auch, glaube ich, ganz intelligent, wenn ich das tun würde. Dann haben wir jetzt hier nochmal so ganz viel anderen Stuff, geh mal, Paul, weg, ich brauch Fäden, haben wir Fäden hier? Ja, da haben wir doch die 20 Strings noch mit am Start, das ist ganz cool. Dann brauche ich noch ein paar Sticks, die Reduce. Sticks brauche ich noch. Warte, ich gucke mal gerade nochmal nach. Der so teuer ist er jetzt nicht, ne? Kostet halt irgendwie so viel wie ein normaler Bogen, aber noch mit einem Eye of End, Eye of Ender natürlich. Dann wird das so gemacht. Easy going. Dann hier hin und dann haben wir einen Switchbow. Aber jetzt muss ich mal gerade gucken. Arrows. Wir müssen mal schauen, was es denn hier so für Arrows gibt. Ich weiß nicht genau, ob das so die Pfeilarten sind. Ob man hier auch irgendwie... Oh, Rocket Arrow. Wie funktioniert der denn? Den kann man, glaube ich, nur finden. Oh, Underwater Arrow. Alter, nices Teil. Ich glaube, der ist auch nicht so teuer. Gucken wir mal einfach weiter. Torch Arrow, Silver Arrow. Oha, Alter, sieht richtig nice aus. Torch Arrow kennen wir natürlich, ne? Hatten wir ja mal schon. Dann ein Air Arrows. Auch. Oh. Alter, lass mal ein paar Air Arrows machen. So, da machen wir einfach mal ein paar Air Arrows. Moment, ich glaube, das geht sogar so, gell? So war das. Wie viel kriegt man da raus? 4 Stück. Dann haben wir jetzt hier mal 4 Air Arrows gemacht. Alter, das ist so ein schweres Wort. Air Arrows. Arreros, machen wir jetzt einfach mal hier so ein paar Arreros, da können wir ja eigentlich nochmal ein paar mehr machen. Ich glaube, Flo hat sogar mal nachgefragt, ob ich ihm irgendwie helfen kann mit den Dingens, was habe ich eben gesehen, genau, mit diesen Scherben, mit diesen Prismarinscherben oder sowas, hat mich Flo mal gefragt, ob ich dem welche schenken könnte oder sowas oder ob ich welche hätte. Ich habe ja nämlich hier ein paar, die können wir ihm theoretischerweise netterweise in der nächsten Zeit mal eventuell rüberbringen, Leute, wenn ihr mich dran erinnert. Ich weiß nicht, ob ich selbst daran denken werde, aber das wäre eigentlich noch eine ganz nette
bestimmte Geste. Was haben wir hier? Ein Ender Arrow. Das ist auch cool mit einem Ender Pearl. Aber ich habe, glaube ich, keine Ender Pearls am Start. Thunder. Oh, der Ding sieht aber cool aus hier. Dann haben wir nochmal ein TNT. Oh, so ein TNT Arrow wäre richtig cool. Oh, können wir uns ein TNT Arrow machen? Ich glaube, ich habe kein TNT. Oder habe ich noch irgendwo TNT? Ich glaube, das letzte TNT habe ich aufgebraucht, um Roman zu trollen, beziehungsweise um mir mein altes Pferd wieder zu holen, was auch leider Gottes gestorben ist, Leute. Eine kurze Gedenkstunde nochmal an unser gutes Pferd Thomas Addison. Leider ist es gestorben. Kurz still sein. Okay, weiter geht's, Leute. So, was können wir jetzt eigentlich machen? Wir können auch ein paar Arrows machen, aber ich weiß nicht genau welche. Wir können mal das hier rausnehmen. Haben wir irgendwo noch Flint und Steel? Ich muss mal wirklich mal ein bisschen, beziehungsweise wir brauchen noch irgendwo Flint. Haben wir Flint? Da haben wir doch eine Menge Flint, Alter. Das ist ja überkrass. Da können wir uns theoretischerweise gerade mal diese Dingens hier machen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die gingen. Moment, da muss man hier Silver Arrow war es nicht. Das war auch nicht Rocket, das war auch nicht Bone. Nee, wie hieß der? Teleport Arrow auch nicht. War das der da? Nein, das habe ich ja eben schon gehabt. Oh nein, wie hieß der denn nochmal? Das war, oh, Dragonbone, Alter. Oh, Dragonbone Arrow. Das ist ein richtig, richtig dickes Ding, Alter. Das sieht richtig, richtig nice aus. Silver Arrow, Love Arrow mit einer Love Potion. Habe ich nicht irgendwie vor kurzem eine Love Potion bekommen? Ich glaube ja, oder? Wo habe ich denn die hingetan? Habe ich die irgendwie benutzt? Habe ich die weggeworfen? Nein, ich bin so dumm. Stimmt, ich habe die einfach unten ins Wasser geschmissen. Oh nein, da hätten wir uns irgendwie coole Pfeile mit craften können. Naja, wie dem auch sei, Torch Arrows sind auf jeden Fall auch noch mit am Start. Bevor wir jetzt hier gar nichts mehr machen, Leute, machen wir jetzt nochmal ein paar Torch Arrows. 5 Stück. Na gut, 5 Stück sind jetzt nicht so die Welt, ne? Machen wir einfach mal so... Ja, 15 Stück sollten eigentlich dicke reichen. Easy peasy going, meine ich natürlich. Dann haben wir hier nochmal einen Thunder. Ah, Thunder ist halt auch cool, aber ich glaube, der ist jetzt nicht so atemberaubend. Frost, Air, was haben wir noch so am Start? Irgendwie Obsidian, irgendwie das da, nee. Das ist das Ganze. Oh, das da ist es nämlich, was ich craften wollte. Ah, easy, Alter. Da brauchen wir Federn. Wo sind die Feder? Ich habe keine Feder. Warum habe ich keine Feder im Inventar, Mann? Ich brauche da die Federn. Hier ist doch alles voll mit Federn. Leute, wir sind wirklich gut bestückt, was das angeht, ja. Also wir können auf jeden Fall sehr, sehr viele Dinge hier, sehr, sehr viele Sachen hier, sehr, sehr viele Pfeile craften wir einfach, weil wir einfach unendlich Federn haben. Mal so kurz gesagt, was bringt denn eigentlich ein Underwater Arrow? Kann man damit unter Wasser schießen? Das würde mich mal gerade wirklich interessieren. Paul, du musst mich gleich mal wieder zurückporten. Ich will jetzt mal kurz was schauen, ob ich mit einem Underwater Arrow unter Wasser schießen kann oder ob ich dadurch irgendwie Luft bekomme oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal kurz nach, wenn wir jetzt... Oh, wir haben den Switchbow ja am Start. Machen wir einfach mal so, zack, Air Arrow. Nee, das ist der Air Arrow. Aua. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das Ding switcht. Keine Ahnung, Leute. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, auf welcher Taste man das ganze Ding hier switchen kann. Jetzt haben wir immer noch den Air Arrow drin, ne? Die Frage ist jetzt, was dieser Underwater Arrow bringt. Kann ich mich damit selbst abschießen? Kriege ich dann irgendwie... Ah, ich kriege Water Breathing, wenn ich den... Ach so, interessant. Wenn ich den schieße, kriege ich dann Water Breathing? Nee, ist es weg. Oder muss ich mich selbst damit abschießen? Das wäre mal ganz interessant zu wissen, Leute, weil dann hätten wir eigentlich sozusagen unendlich... Ah! Ich muss wieder hoch, ich brauche Luft. Okay, keine Ahnung, aber ich habe jetzt auch herausgefunden, wie das geht hier, indem man einfach das Mausrad hier dreht. Das ist ganz cool. Also wir haben jetzt, glaube ich, wie viel haben wir jetzt gecraftet? Einmal das, einmal das, einmal das und einmal so ein... Ja, das ist ganz cool, auf jeden Fall. Also da kann man auf jeden Fall schon mal was mit anfangen. Jetzt wollte ich nur mal kurz hochgehen. Paul, kannst du mich bitte mal kurz hoch teleportieren? Ich muss mal kurz wieder nach Hause, weil hier nämlich... Moment, hier so zack, zack, zack. Paul, siehst du mich hier, wo ich bin? Hallo! Hallo, ich muss wieder... Oh, da bist du natürlich... Hallo, Paul, was geht? Der ist einfach so... Wer hat denn hier die Pfeile auf den Boden gelegt? Was ist das? Was sind das denn für Pfeile? Oh, Spektralpfeile. Die sind cool. Paul, warst du das? Hast du die Pfeile da auf dem... Hey, danke schön. Vielen Dank. Die sind echt cool, Mann. Die sind wirklich ganz nice. Ja, dann haben wir jetzt sogar 4 Sorten Pfeile hier gemacht, beziehungsweise wir haben jetzt nicht, eine Pfeilsorte haben wir jetzt nicht gemacht, ja, ja, Leute, ich weiß, Erdbeereis, aber, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal 3 Stück gecraftet, aber gucken wir einfach mal so in der nächsten Zeit, hier haben wir sogar noch Bone, können wir uns nicht eigentlich auch noch so mit, was mit Bone machen? Easy going eigentlich, also das können wir eigentlich, theoretischerweise so war das, ne, da machen wir Flint vorne dran und dann hier hinten nochmal das, oha, Alter, das sind auf jeden Fall sehr, sehr böse, Pfeile, würde ich mal sagen, Switchbow, zeig mir hier das Ding her. Was macht denn der Bone Arrow? Was bringt der Bone Arrow? Ich weiß es gar nicht. Bringt der irgendwas? Bringt der irgendetwas? Kann man damit nicht mal irgendwie so ein, irgendwie so ein Testobjekt oder sowas mit mal anschießen? Keine Ahnung, was das Ding bringt, Leute. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, wenn ihr wisst, was der Bone Arrow bringt. Ich habe wirklich nicht so, ehrlich gesagt, die Ahnung, was das Ding hier bringt. Aber was ich auch noch machen wollte, war nämlich hier meinen wundervollen Pfeil und Bogen ein bisschen umzutexturieren, beziehungsweise nicht umtexturieren, meine ich natürlich. Ja, Lars, du kannst sehr, sehr gut Let's Playen, Lars. Du kannst sehr, sehr gutes Deutsch. Ich weiß Bescheid, Leute. Ich weiß, manchmal verspricht man sich halt einfach mal so sehr, sehr gerne.
Warum hat er denn jetzt den Bogen gezogen? Hey, hör auf, den Bogen zu ziehen. Hier so, zack, rein damit. Wir können den gerade theoretisch auf Power 1 verzaubern. Also Power 1 können wir den Dick mal verzaubern. Dann hauen wir das hier rein und die Rune. Oh, yeah, der ist gelb einfach. Hat mich auch nur ein paar Level gekostet. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie das geht. Da haben wir noch ein paar Eier drin und so weiter und so fort. Also hier haben wir unseren Bogen. Wollen wir den umbenennen? Wir können eigentlich jetzt auch unser Schwert umbenennen, oder? Wie viel kostet denn das Schwert umzubenennen? Zeig mir her. Nein, es geht nicht. Uns fehlen nur noch zwei Level. Wie viel kostet das hier, das umzubenennen? Das kostet eins. Dann nennen wir das hier einfach Harald. So, dann nennen wir das, den Bogen nennen wir Harald. Dann nennen wir die Diamond Pickaxe. Wie viel kostet die umzubenennen? Auch nur einen. Dann nennen wir das hier Wilfried. So, dann können wir hier einfach mal ein bisschen unsere Sachen umzubenennen. Dann nennen wir die hier Alex. So, die Alex. Versteht ihr? Axt Alex. Nicht, okay. Wilfried, Alex. Dann haben wir wieder Harald. Ja, dann können wir die Schaufel auch nochmal ein bisschen umbenennen und die nennen wir dann Rüdiger. Moment, die nennen wir Rüdiger. So, Leute, bevor ich jetzt hier wieder so viel Quatsch mache, würde ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal eine positive Wertung da. Der Paul spielt hier die ganze Zeit noch irgendwie mit meiner Leiche. Du, kannst du bitte aufhören mit meiner... Kannst du... Paul, bitte. Das wäre sehr, sehr nett, dass du wenigstens zum Ende der Folge... aua. Okay, sehr gut. Dankeschön. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich echt über eine positive Wertung freuen. So sehe ich dann nämlich aus, wenn ich mich freue. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Wir sehen uns auch beim nächsten Video. Bis zur nächsten Folge Minecraft Dragon. Und ciao, Leute.